die am meisten verbreitetsten rausgesucht. Und zwar geht es von dem Crane für 200 Euro bis runter zu einem No-Name-Ständer für 20 Euro. Dazwischen liegen noch der Stanton Überstand 99 Euro, Numark Laptop Stand 49 Euro und der Magma Laptop Stand 2.1 für 79 Euro aktuell. Exotische Lösungen wie den Loop 3 Stand oder den Zomo LS2 habe ich einstweilen weggelassen, liegen mir nicht zumindest in echt vor. Wir gehen dann nochmal über ein Bild auf diese ein. Schauen wir uns erstmal hier die einzelnen Kandidaten etwas näher an. Wie viel wiegen die? Was bringen die so an besonderen Features mit? Wie schnell sind die aufgebaut? Okay, im Einzelnen. Da hätten wir hier als erstes den Crane Laptop Stand. Der ist aus Aluminium gefertigt, wiegt 1,4 Kilo, ist also der leichteste von all den vorgestellten. Er kommt mit einer zusätzlichen Tasche, mit der man den befördern kann. Von der Größe her in etwa 12 Zoll, also in etwa Vinylgröße, damit auch für solche Taschen, die Vinyl passen, durchaus gewappnet. Das Rohr ist ungefähr 2 cm stark hier. Also trägt dann so viel auf und er ist super schnell aufgebaut. Er bedient sich nämlich eines Schnellspannsystems, wie man das zum Beispiel vom Fahrrad kennt. Man klappt also kurzerhand auf so, und macht das dann fest. Das geht halt wirklich sehr schnell und schon steht er. Kann man das nachziehen. So. Die Ablagefläche lässt sich variieren im Winkel. Die eigentliche Höhe lässt sich nicht variieren, aber dadurch, dass man die Ablagefläche und auch den Unterteil im Winkel variieren kann, kann man das halt so einstellen, dass man von dieser Maximalhöhe, die ich halt jetzt hätte, bis auf eine Minimalhöhe, wenn ich das zum Beispiel so umklappe, allerlei Zwischenstufen einstellen kann. Ist also recht variabel und kostet schlappe 199 Euro. Ist also nicht nur der leichteste, sondern auch der teuerste im Test. Hätten wir also hier den Stanton Überstand. Überstand war in Amerika kennen die ja kein Ü, also Überstand, Überstand, wie immer man den nennen will. Ist auch ein Teil in 12 Zoll Format, ziemlich exakt sogar, wie man sieht. Ist wunderbar schnell zu klappen, es wird so eine Zwischenablage für das Interface mitgeliefert und er ist auch schnell zu klappen. Man drehe einmal dieses rum, man drehe einmal das rum und schon steht der und nimmt den Laptop auf. Jetzt hat er einen kleinen entscheidenden Nachteil. Der ist zwar schnell aufgeklappt, aber er klappt auch ebenso schnell nach hinten weg. Und da hat natürlich Stanton mitgedacht und liefert diesem Gerät, was eigentlich 99 Euro kostet, so einen Kabelbinder mit, den man dann hier irgendwie durchzieht und festsurft, um das nach hinten wegkippen zu hindern. Finde ich nicht ganz so toll gelöst für ein Gerät in der Preisklasse. Aber ja gut, ist nun mal so. Ansonsten ist der echt gut, etwas schwerer als der schon gesehene Crane, wiegt also schätzungsweise knapp unter 2 Kilo, würde ich mal denken. Und man kann weder die Höhe noch den Winkel verändern. Das heißt, man hat also den Rechner immer dann irgendwo in dieser Höhe von 30 cm vor sich. Was man verändern kann, ist die Höhe des Einschubs hier. Da kann man dann das Interface drauflegen, also seine Soundkarte. Und weil diese herunterrutschen würde, aufgrund der glatten Oberfläche, hat man auch mitgedacht und liefert hier so ein Klettband mit, so ein typisches. Da kann man eine Seite darauf kleben, eine Seite ans Interface und schon rutscht das nicht mehr weg. An sich kann man machen. 99 Euro gibt es meines Wissens auch in mehreren Farben. Also auch in Weiß oder in Rot oder ich glaube sogar in Gold. Wer also da irgendwie auf den Einheitslook achtet, ist damit vielleicht nicht ganz schlecht aufgehoben. Kommen wir zum nächsten. Magma Laptop Stand 2.1 ist ebenfalls klappbar von der Größe, auch wieder so 12 Inch Größe in etwa, ist etwas, trägt etwas mehr auf, so im Ganzen, kommt mit einer Tasche, Magma ist ja eigentlich Taschenhersteller, in dem er befördert werden kann. Es gibt noch zusätzlich so eine Klemme, mit der man an dem Case oder an Tisch den Ständer noch zusätzlich festschrauben kann und er ist an sich recht schnell aufgeklappt. Und steht dann jetzt hier. Das ist ganz gut. Man kann den in der Höhe und auch im Winkel verändern. Im Winkel der Ablagefläche. Es gibt auch Zubehör, mit dem man den Laptop-Stand verbreitern kann. Also da gibt es zusätzliche Distanzstücken, um den halt noch ein Stück weiter zu machen. Oder es gibt auch die Möglichkeit, noch eine Ablage extra zu kaufen, um ein Interface abzulegen. An sich völlig korrekt. Auch Alleinstellungsmerkmal sozusagen ist, dass es hier die Möglichkeit gibt,
die Anlage auszuziehen und jetzt hier so einen Slimline-Controller wie zum Beispiel LPD8 oder so abzulegen. Das ist wirklich alles gut. Was weniger gut ist, sind diese Schrauben, mit denen man das festschraubt. Da braucht man nämlich wirklich ordentlich Kraft und man hat hier, vielleicht sieht man das, so einen Zahnrad-Effekt. Also wenn ich auf diesen Minimalstellung bin und ich bewege eine Schraube, da bewegt sich die andere Schraube mit. Das bedeutet also, ich brauche ordentlich Kraft, um das anzuziehen oder kann halt nicht in diesen Stellungen das wirklich richtig festziehen, sondern muss dann mal ein bisschen höher machen. Wenn ich das dann mache, komme ich hier ein bisschen aus der Balance, also dadurch wird der dann halt sozusagen nicht wirklich richtig gerade ineinander geschraubt und ist, je höher ich ihn schraube, etwas instabil. Also er wackelt dann einfach so ein bisschen vor sich hin. Hier unten wurden auch so Schrauben untergebracht. Da bedarf es wirklich einiges an Fingerkraft, um die auf und zu machen. Da weiß ich nicht, da hat Magma die Möglichkeit, vielleicht beim 2.2 noch ein bisschen nachzubessern. Ist ja eigentlich der Urvater oder vielmehr der Enkel des Urvaters des Laptop-Stands. Also Magma waren mit die ersten, die den überhaupt auf den Markt gebracht haben. Hier Version 2.1 mit Abstrichen, aber durchaus in Ordnung. Aber wie gesagt, diese Schraubengeschichte, die macht mir ein wenig Zahnweh. Kostet 79 Euro übrigens. So, auch Numark schickt Laptop-Stand ins Rennen. Genauer gesagt ist das ein umgehebelter Griffin-Stand, der kommt gleich aus dem Computer-Business. Der ist relativ schnell aufgebaut. Man nehme einfach diese drei Teile, stecke sie entsprechend ineinander und schon kann man hier seinen Laptop drauf platzieren. Numark macht das irgendwie so rum. Ja. Griffin macht das so rum. Griffin kostet irgendwie um die 30 Euro. Numark kostet 49 Euro. Ja, kommt mit einer Tasche und hat einen Nachteil, nämlich den, hier kann man die Höhe gar nicht verändern. Man hat also nur diese relativ minimale Höhe, also nicht mal das Ding unter den Plattenspieler schieben geht, weil da bremst er dann gleichzeitig die Platte ab, was auch nicht so in der Erfindung sein dürfte. Ja, wer seinen Laptop unbedingt höher stellen will und wer das Ganze einigermaßen stylisch tun will, ist mit dem Numark dabei. Ansonsten kann man hier weder Höhe noch die Breite oder irgendwie was variieren. Man ist also relativ stark gefangen. Kommen wir zu guter Letzt zu dieser Einzelteile-Sammlung. Und zwar sah so der erste Laptop-Stand, der mir unter die Finger kam, von Magma damals aus. Das ist also ein kleiner Bastelsatz aus den Füßen, der Ablagefläche und solchen Distanzstücken zum Zusammenschrauben. Das geht sogar noch, weil hat man jetzt so eine Aufschraube, Schrauben. Früher waren das echt kleine Muttern und wenn man irgendwie mit 3,8 auf dem Kessel versucht hat, nach dem Gig den Laptop-Stand wieder auseinander und zusammenzuschrauben, je nachdem, dann fehlt mitunter schon beim zweiten Mal entscheidende Schräublein. Geht dann naturgemäß nicht so viel wie bei den bisher gesehenen oder nicht so schnell wie bei den bisher gesehenen Klappständern. Man muss also hier sich ein bisschen Gedanken machen, was wohin kommt. Das ist eine Art Puzzlespiel. Ginge also so oder so. Jetzt dann das Ganze hier durch. Auf der anderen Seite verschraubt und das Ganze zweimal. Dauert also wirklich weit länger. Bietet aber eine gewisse Stabilität, die zum Beispiel dem Magma Laptop Stand 2.1 dann ab einem gewissen Punkt oder ab einer gewissen Höhe naturgemäß abgeht, weil je höher das wird, umso wackeliger wird es. Kennt man. Denke ich, dass es Physik ist. Ja, ich versuche den mal zusammenzuschrauben und werde mal ganz nebenbei die Stropo laufen lassen. Schauen wir mal. So, da bin ich wieder. Hat ungefähr anderthalb Minuten gedauert und ich habe den jetzt mal auf der niedrigsten Höhe zusammengeschraubt. Wie man sieht, kann man auch hier verändern und kann die Höhe verändern. Was nicht zu ändern geht, ist dieser Winkel. Der bleibt starr. Ansonsten dafür, dass man so lange beim Aufbauen braucht, wird man beim Preis entschädigt. Teile der Art gibt es ab 19 Euro. Der Kollege würde konkret irgendwie 29 Euro kosten. Da bieten verschiedene Hersteller, Thomann, DJ-Laden oder Reloop unterschiedliche Sachen an, die letztlich genau die gleiche Basis haben. So, bleiben noch zwei Laptop-Stand-Varianten, die man ganz einfach machen kann. Man gehe im Club einfach dahin, wo es Getränke gibt. Ich gebe mir mal vier Gläser und ein Tablett. Schon hat man auch einen Laptop-Stand, der mehr oder minder für den Abend erstmal provisorisch hält und überhaupt gar nichts kostet, außer ein Lächeln an der Bar. Alternativ, wer nicht mit vier Gläsern operieren will, kann auch sagen, Leute, ihr habt Bier, ihr habt Flaschenbier. Wo Flaschenbier sind, sind Kästchen nicht weit.
Und schon hat man auch da einen Laptop-Stand. Kostet auch gar nichts. Ich will jetzt wirklich die Laptop-Stands nicht schlecht reden, muss aber sagen, ich und auch Teile meiner Freunde hatten am Anfang wirklich Laptop-Stands im Einsatz und mittlerweile bevorzugen wir doch solche Varianten hier. Tatsache. Bitter für die Hersteller, aber ist nun mal so. Kommen wir nochmal zu einer Gesamtübersicht. Kommen wir also final nochmal zum zusammenfassenden Überblick von billig nach teuer. Ab 19 Euro gibt es einen ganz einfachen Stand, in der Höhe verstellbar. Muss man allerdings damit leben, dass man den aus Einzelteilen zusammenschraubt und da ein bisschen vielleicht dann auch der Einzelteile verlustig geht bei Gelegenheit. Oder man lässt ihn halt zusammengeschraubt und befördert den so. Geht in Ordnung, kann man machen. 49 Euro dieser Numark Stand, der in der Höhe mit 13 cm hier vorne und 15 hier hinten recht knapp bemessen ist. Ist vielleicht ein bisschen dazu geeignet, um Laptop von unten zu kühlen oder was immer. Kann man machen, muss man nicht. Laptop Stand 2.1 im Prinzip der flexibelste im Test. Man kann sowohl die Ablagefläche ändern, also im Winkel, als auch die Höhe und wie schon festgestellt sogar die Breite, sofern man möchte. Es gibt hier diesen Ausschub. Kann also relativ viel. Nachteil, diese Schrauben und eine gewisse resultierende Gesamtwackeligkeit, wenn man den halt auf Maximum ausschiebt oder ausfährt. Kommt der Überstand von Stenten. Stenten, Überstand, Stand. Jetzt bin ich hier völlig schon aus dem Konzept. Sehr schönes Ding, sehr schnell aufgebaut, allerdings halt in der Höhe und auch in der Ablagefläche nicht variabel. Und dann der Crane für 199 Euro zum Schluss, Stand übrigens 99 Euro, Magma 79 Euro, 199 Euro, sehr flexibel, sehr leicht, sehr schnell aufgebaut, kostet aber. Gut, haben wir das soweit.